der Hansus gewinnt mit diesem Spieler mit einem 35er Rating einfach die Champions League und wir und gucken uns das jetzt Zeit an. Gekommen, um ihn transferiert zum FC Chelsea. Damien Duffy, 80.000 Euro für einen 35er Spieler ist vielleicht nicht so frei, aber für einen Champions League Sieger völlig in Ordnung. 35er Gesamtstärke hat Preisbewertung B. Gut, wie könnt ihr denn den Transfer so gut bewerten? 19 Jahre, ja bitte, 19 Jahre Vertrag, 5 Jahre Gehalt, 2000 die Woche, das ist ein Schnapper. Damien Duffy. Ist es okay? Und ein 35er Rating. Eigentlich auch damit gerechnet, dass er einen niedrigeren Marktwert hat. Also die 80.000 stimmen gar nicht. Das liegt aber daran, dass EA sein Potenzial verändert hat. Ursprünglich hatte er eine 49, EA hat das jetzt auf eine 59 gepusht. Also scheinbar war das auch ein bisschen ein Fehler, den so extrem schlecht zu machen. Ich fühle es aber halt so richtig. Und natürlich kommt er jetzt direkt rein in die Startelf. So, wir gucken ihn rein in die Startelf. Umbauen, damit er da auch wirklich im zentralen Mittelfeld immer... N'Golo Kanté, bleibt aber da bitte gefälligst drin. Nimm Jorginho raus, gefälligst. Andererseits, ah, gut, wenn wir das hier auch gut ein bisschen nach vorne schieben, dann passt das gut auch, weil ansonsten ist es, glaube ich... Ja, die klassische 8 und Doppel- oder Doppel-6, Duffy Kanté, weltberühmt. Die beste weltberühmt Formation für Chelsea. Das ist ein Champions-League-Siegerkader, aber ganz, ganz klar. Damit die Champions ganz, League ganz geholen. Klar. Und die Gruppenphase der Champions League wird natürlich einfach wegsimuliert. Also ich hoffe, die Jungs packen das, vor allem, weil Duffy jedes Mal in der Startelf stehen wird. Ah, bevor wir das jetzt aber machen, müssen wir ihm unbedingt noch einen Entwicklungsplan geben, denn ich glaube schon, dass wir da noch einiges aus dem Jungen rausholen noch mehr rausholen können aus ihm. Ja, voll das auftrainieren, den jungen Mann. Wahrscheinlich mit... Torwart. Gleich schnell. Da boostet Torwart einfach mal seine Skills nach oben. Ah, scheißegal. Geh rein damit. Geh rein, Hansus, damit. Rumläuft und mit seiner 35er Gesamtbewertung die Gegner nass macht. Er leiht den Typen jetzt... Der wird die so der Reihe nach nass machen. Ja, und jetzt starten wir halt auch schon in die Champions League rein. Den Auftakt gibt's gegen den AC Milan. Und wir verlieren 1-0. Ah, war ganz bitter in der letzten 85. kurz vor Schluss das Türchen bekommen. Das darf auf keinen Fall passieren. Aber Mailand ist der stärkste Gegner. Jawohl, ganz wichtig. Die zweite Partie gewinnen wir. Schlagen danach ganz, ganz knapp auf Dynamo Zagreb. Zweimal sogar. Wir haben aber auch echt eine relativ einfache Mailand geschlagen, Gruppe, perfekt. In der wir uns ist man schon durch. Und mit 13 Punkte, ganz, ganz easy. Am Ende ganz, sogar ganz als Gruppenerster durchsetzen können. Ja, Mann. Nicht so viel, weil wir jetzt im Achtelfinale... Oh, Achtelfinale gegen Chelsea, da muss Duffy schon liefern. Auf den da muss er schon liefern. Barcelona treffen. Auch in der Premier League hat Duffy so ziemlich jedes Spiel gemacht. Ja, und das zeigt sich auch. Chelsea ist nur Sechster. Aber immerhin ist Duffy mittlerweile auf eine 40 hochgegangen. Oh, das ist schon echt gar nicht so schlecht. Das ist ein knackiges Rating. Der kommt noch auf eine 90 bis zum Champions League-Finale. 0 Tore, 0 Vorlagen natürlich. Durchschnittsbewertung von 6,25. Ist okay. Okay. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass er overperformt. Aber das ist jetzt mal so der Stand nach der... Ist doch in Ordnung. Man ist Sechster in der Premier League und Erster in der Champions League-Gruppe. Passt doch. Passt doch. Jetzt voll auf die Champions League. Ja, Mann. Denn das ist die Trophäe, die Damien Duffy in der Hand halten soll. Und dafür werden wir jetzt einfach immer die Offensiv-Highlights mit Chelsea zocken, damit wir Damien Duffy auch in-game erleben können. Will die Offensiv-Highlights mit Damien Duffy. Seiner Pracht. Und vielleicht schießt er ja auch mal ein Tor. Es geht hier los mit einer Ecke. Direkt in der zweiten Spielminute. Die bringt Mount in die Mitte. Aber das ist kein Problem für Ter Stegen. Jetzt ein Alleingang. Oh, das ist aber geil mit diesem Highlight-Spielen, dass man immer so die... Aubameyang bekommt da relativ viel Platz. Aber wo ist Duffy? Verschlägt so ein bisschen auf den Flügel. Wo ist Duffy? Jetzt geht's wieder in die Mitte. Komm, Duffy muss jetzt auch mal den Ball bekommen. Schieß doch, Junge. Damien Duffy versucht mit dem Schluss. Aber das war alles geplant. Der wollte nur zu Kukurea rüberlegen, damit er am Ende den Ball nochmal bekommt. Ihn weiter spielen kann zu Mason Mount. Duffy. Wieder zurück. Ich bin absoluter Duffy-Fan. Wie viele Tore schießt Duffy in der Challenge? Und ja, hebt so er am Ende den Champions League-Pokal. Eine Freistoßsituation. Und die wird natürlich alle Duffy treten. Sicher. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass ich davon irgendeinen im Tor unterbringen kann. Der war eher so semi-gut, der Freistoß. War jetzt so das 1-0 für uns wäre halt nice. Aber es will noch nicht zurecht. Aubameyang macht aber ganz trocken. 1-0 für Chelsea. In der 57. steht es jetzt aber schon 1-1. Und dann gibt es auf einmal einen Elfmeter. Oh. Und ihr wisst, wer den schießen Duffy darf. Natürlich, Duffy. Komm, Junge, wer zum Held? Mach das es. Ist deine Chance, Damien. Oben links, hierhin oben links knackt er ihn rein. Duffy tritt an, der ist links. Komm. Fuß, der ist gar nicht so komm verkehrt. Komm, Damien bringt den im Tor und der schießt vorbei. Ach du Scheiße, ich glaube in Zukunft... Das tut weh, Duffy. Ich dann nur noch in die Mitte schießen. So haben wir jetzt ein 1-1 das tut weh. Komm, aber ich traue den Jungs jetzt zu. Da könnte der Traum schon vorbei sein, aber wir kämpfen. Wir kämpfen. Auch in der Schnellsimulation hingeboren bekommen. Natürlich mit Duffy in der Startelf gibt es ein 2-1 Sieg, jawohl. Das war risky, ganz, ganz knapp. Mittelfinale. Vor allem steht mittlerweile 41er. Aber mit einem 41er Duffy Barcelona rausnehmen, das...
tut Barcelona schon weh. Gesamtstärke Damien Duffy im Viertelfinale. Und vielleicht wird er ja noch in diesem Video zum nicht schlechtesten Spieler aus ganz FIFA. Dafür müsste er mal mindestens eine 46 erreichen. Aber ob das möglich ist, geht auf Leverkusen sehr, sehr dankbares Los für ein Viertelfinale. Endlich mal Favorit. Und ich hoffe, das zeigt sich in den Spielen. Also vor allem jetzt speziell in der Partie. Denn ich würde schon sehr gerne ein Tor mit Duffy schießen. Ich sag, Duffy macht sein Tor. Freistoß, das schaffe ich. Der macht sein Tor mit Duffy. In erster Linie wollen wir natürlich weiterkommen. Und das wird mit solchen Freistößen unmöglich. Dann aber dieser Alleingang hier für Raheem Sterling. Sterling. Jonathan Tah. Und jetzt sind wir auf einmal schon in der 89. Und Bayer führt. 1:0 für Leverkusen. Aubameyang muss diese Chance nutzen. Den Grip. Ganz easy für Oba. Und Oba hält Duffy den Traum am Leben. Der einzige Spieler, mit dem ich hier Tore schießen kann. Ja. Damien Duffy hat man jetzt relativ wenig gesehen. Aber vielleicht wird er ja im Rückspiel zum Helden. In der Bay-Arena beim Stand. Damien Duffy. Ich will Damien Duffy in die Kommentare sehen, in den Kommentaren sehen, Freunde. Wer sonst? Der hier nochmal zu Sterling spielt. Duffy. Jetzt bringe ich Duffy in die Partie. Es ist Mason Mount. Das könnte die Vorlage König. Sein. König. Duffy mit der Vorlage. Und jetzt hoffe ich, ist er beim Jubel auch mit dabei. Jawohl, ja, endlich ist er dabei mit dem die 15. Mit seinen Teamkollegen. Was? Jetzt sind wir auf einmal in der Verlängerung. Ui. Leverkusen hat es tatsächlich noch geschafft, hier einen Ausgleich zu erzielen. Komm, eins machst du, Bursche. Eins machst du. Kukurella. Und was ist jetzt? Oh, es geht geht's in Elfmeterschießen? Gibt es jetzt Elfmeterschießen? Oh, das wär's. Steht auf alle Fälle 1:1 nach 120 Minuten tatsächlich. Oh, das Pressure auf den Hater, Gott sei Dank. Danke, Hansus. Komm schon. Jetzt Kai Havertz. Ich versuche mal wieder rechts oben. Komm, Duffy macht doch einen Elfer, oder? Ich muss da ein bisschen mehr Kraft aufladen, aber andererseits, wichtig. Wenn Mendy sowieso jeden einzelnen Ball hält, ja, jetzt sieht's schon gut aus. Eine entspannte Geschichte. Wer schießt den dritten? Jetzt muss nur noch Raheem Sterling einnetzen und Duffy kommt gar nicht zum Elfmeterschießen, aber die Besten, die spart man sich eben auf. Messi steht sogar im Halbfinale. Schade. Und da treffen wir auf Inter Mailand. Ist auch wieder leicht. Das Tiro ist also schon richtig. Leicht, muss man auch wieder. Geiles Stadion. Ja. Die Art von Stadion, in die Duffy einfach reingehört. Und jetzt absolut, der Hansus sagt, sein erstes Tor schießt. Oder gibt er die nächste Vorlage? Hops genommen, Inter Mailand. Und wieder ist er dabei. Und Mason Mount weiß genau, bei wem er sich zu bedanken hat. Damien, verdammt nochmal. Steht jetzt leider wieder 1-1. Duffy. Inter ist irgendwie zum Ausgleich Sterling. Gekommen. Aber kein Sterling. Raheem the Dream. Duffy darf mal wieder einen Freistoß Duffy schießen. Oh, der ist nicht schlecht. Der ist gar nicht schlecht, bitte. Was? Oh, Nana! Du bist fast reingegangen, heilige Scheiße. Nana! Und aber dann machen wir halt jetzt einfach das 3:1. Oh, Elfmeter. Kai Havertz, der da in letzter Sekunde gestoppt wird. Wir haben Interesse. Und ihr wisst, was das heißt. Damien Duffy in die Mitte. Interessanterweise eine rote Karte, das sehe ich jetzt erst, bitte. Was? Ich darf den Elfer nicht schießen. Also diese Highlights manchmal, ey. Natürlich hätte Damien Duffy jetzt den Elfer geschossen. Aber EA will das einfach nicht. Die möchten eindeutig. Das ist eine Agenda von EA, hier Damien Duffy aufzuhalten. Wie gut der. Aber das schaffen sie nicht, Freunde. Typ eigentlich ist nicht umsonst. Ja, Mann, der Hansus ist da was auf der Spur. Champions League Finale, das Rückspiel endet 1:1. Finale. Duffy spielt die vollen 90 Minuten. Und natürlich, das ist ja wohl sowieso klar, wenn ich ihn jetzt fürs Champions League Finale zum Kapitän. El Capitano. Ganz, ganz wichtig. Damit er am Ende hoffentlich den Henkelpott hochhalten kann. Sicher. Ey, und ihr glaubt nicht, wer jetzt der Gegner im Champions League Finale ist. Es ist der FC Bayern. Einfach Eintracht. Frankfurt, wir haben... Das ist leicht, das ist alles... Wie ist denn ins Finale geschafft? Easy. Aber das schauen wir uns eh jetzt sowieso gleich an. Easy. Genauso wie die Ligatabelle. Paris geschlagen. Wen sich Frankfurt alles durchgesetzt hat. Gegen Real. Real Madrid einfach, gegen PSG. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn los mit denen? UEFA Superpokal. Da haben die auch gewonnen. Geholt. Also das ist echt komplett wild. Frankfurt zu wild. Manchester United. Premier League ist natürlich ganz, ganz wichtig. Chelsea schießt als Dritter ab. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Okay, damit wären sie auch in der Realität halbwegs zufrieden. Also vor allem, wenn man sich die Liga gerade anschaut, wären sie wahrscheinlich sogar 100% zufrieden. Ja, aber da haben sie auch keinen Duffy in echt, Hansus. Das, da musst du natürlich bedenken. Mit Duffy sieht das anders aus. Die meisten Vorlagen hat Kai Havertz gegeben. Aber da unten ist sogar auch Damien Duffy zu sehen. 25 Einsätze, 0 Tore, 2 Vorlagen für seine erste Premier League-Saison als 20-jähriger Spieler. Ist schon okay und ich finde, das rechtfertigt auch die Kapitänsbinde. Absolut. Also mit der geht er jetzt auch ins Finale. Wirklich, dass so die muss Highlights das sein. Jetzt nicht reinscheißen so bei muss das diesem sein. Champions League-Finale, dass ich genügend Chancen bekomme, um das Ding mit Duffy zu holen. Die Aufstellung von Frankfurt müssen wir uns eigentlich auch unbedingt anschauen, weil es muss irgendwie. Ich will das Tor von Duffy sehen und ich habe es auch so ein Gespür. Finale geschafft haben. Und ja, könnt ihr da irgendwas
erkennen. Also tatsächlich waren da jetzt nicht so viele krasse Neuverpflichtungen dabei. Schutterlo, linkes Mittelfeld. Ansonsten geht's eigentlich. Also die sollten doch auf alle Fälle schlagbar sein für uns. Und wir steigen direkt ein mit dem Elfmeter. Aber Frankfurt führt halt auch schon. Oh, bedeutet, Duffy muss diese Chance... Pressure. In die Mitte. Komm schon. Kevin Trapp geht nach... Perfekt getroffen, aber Trapp bewegt sich nicht. Aber ihr habt ja auch gesehen, wenn ich auf die Ecke gehe, dann funktioniert das nicht so gut. Sterling! Ausgleich, ganz wichtig. Ausgleich da. Jetzt läuft auch schon die 76. Er muss treffen, Sterling macht sich... Raheem, the Dream, trifft nur den Pfosten. Das gibt's nicht. Nochmal eine Chance, 89. Und es ist wahrscheinlich die letzte. Letzte Chance in der regulären Spielzeit. Dass Frankfurt in der Zwischenzeit nicht getroffen hat. Duffy, der Spielmacher, verkackt die Szene leider. Oh. Und jetzt gibt's hier direkt ein Elfmeterschießen, oder was? Also, es ist geil. Oh. Was? Ich hab nicht mal irgendwas von der Verlängerung. Okay, wo ist er? Wo ist er? Duffy, der schießt nicht als Zehnter. Der muss davor schießen. Direkt ins Elfmeterschießen. Duffy. Und Duffy darf den fünften Elfmeter schießen. Oder sagen wir den vierten. Der soll hier die Möglichkeit bekommen, das Ding zu entscheiden. Komm, Götze, den hat er. Den hat er! Wir haben ja vorhin schon gesehen, was Mandy für ein unglaublicher Elfmeterschießer ist. Das sieht gut aus. Und ich dagegen netze halt. Das sieht richtig gut aus. Oh, Teammann. Okay, Frankfurt verwandelt auch mal einen. Mount oben rechts, auch oben links. Kraft Mount lässt sich den aber trotzdem nicht nehmen. Den hat er, Kolumani. Links. Gegen Mandy. Also der vierte. Ich hätte ihn gehalten, ne? Könnte halt wirklich entscheidend werden. Ich muss nur weiterhin Eiskalt treffen. Raheem Sterling, jawohl. Hasebe gegen Mandy, jawohl. Es ist der vierte. Und jetzt? Es ist der Matchball. Azpilicueta könnte es schon entscheiden. Boah, ich bin am überlegen, den jetzt absichtlich zu verballern. Komm, Azpilicueta einfach in die Mitte rein, Raheem. Nee, Trapp. Der geht auch echt nicht rein. Junge, das kannst du nicht planen. Weg, warum denn nicht ihn, Raheem? Aber ich check's auch generell nicht. Weil es war ja eigentlich der vierte Elfmeter. Den hätte doch eigentlich jemand anders schießen müssen. Zum Glück hält aber die Idee und was? Also verstanden habe ich sie jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist die Challenge. Duffy kommt, der Kapitän kommt. Und jetzt muss der Kerl die Trophäe heben. Champions League-Sieger. Damien Duffy vom 35er einfach zum Champions League-Sieger. Der Hansus macht's möglich. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann guck als nächstes gerne auch noch das Video. Also, hier klicken und auschecken.